Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. So, Freunde der Freiheit. Was haben wir heute Schönes? Messer-Reviews? Kommen scheinbar gut an heutzutage. Naja, ich habe auch eine ziemlich große Sammlung. Am besten, wir fangen einfach der Reihe nach an. Ja, Magnum-Messer. Das war aus dem Katalog. Bestimmt schon 20 bis 15 Jahre her, wo ich die damals bestellt habe. Bei Böker. Ja, also da konnte man echt nicht maulen. Guter Stahl, manchmal stand drauf Made in China oder sonst wo, hier übrigens jetzt gar nicht, steht da drauf Magnum Stainless. Das war wirklich richtig scharf, inzwischen ein paar Mal benutzt. Wir können mal einen kleinen Test machen, ich weiß nicht, geschärft habe ich es eigentlich noch nie, wenn man so anfängt hier. Nein, Schlitz ist drinne, aber nicht richtig. Ja, naja, ich habe auch irgendwie nicht das richtige Händchen, immer das Papier zu schneiden. Ah, das lassen wir. No. Also das ist eigentlich empfehlenswert. Nächste, naja, ein kleines Taschenmesser. Ganz normal, wie man es kennt. Hier hinten drauf drücken, kann man die Klinge einschnappen. Also das, ich glaube, das hat damals so um die 15 Euro gekostet. Schöner Stahl, das hält ewig. Ja, das habe ich auch schon sehr lange. Hier haben wir jetzt mal eins. Also ich würde fast behaupten, dass das von irgendeinem Polen- oder Tschechenmarkt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zu mir gekommen ist. Richtig schön schwer. Stahl, kein Plastemist. Bisschen angegammelt, das lag jetzt auch ewig in der Garage. Muss ich noch reinigen. Klingenform hat mir gefallen und irgendwie auch die Größe. Aber es entriegelt wirklich richtig schwer. Das kann sein, dass ich das noch ein bisschen ölen muss. Also ein Einhandmesser ist das bestimmt nicht, man kriegt es nicht auf. Seht ihr hier? Es geht wirklich sehr schwer. Aber eine ganz stabile Ausführung. Ja. Jetzt mal was anderes. Das gibt es auf jedem Baumarkt. Bei Obi zum Beispiel. Wenn man so verschiedene Bastelarbeiten zu Hause machen möchte, kann man es wirklich empfehlen. Hat kaum Geld gekostet. Ja, was soll ich sagen? Das sind ganz normale Teppichmesser. Hier hinten drauf drücken. No. Zack. Kann man zweimal wenden. Ich glaube, ihr seht das. Das bleibt doch eine ganze Weile lang scharf. Also Päckchen auspacken, ist damit kein Problem. Super scharf. Ne? Hier unten wird es entriegelt. Zack, ziehen, einklappen. Sobald es stumpf ist, kann man die Klinge tauschen. Das nächste. Das ist eigentlich ein ganz günstiges Taschenmesser gewesen. Wie man es oft kennt. Werbegeschenke etc. Die Griffschalen habe ich selber angefertigt. Das war der erste Versuch damals. Das war mal ein Stückchen Holz vom Parkettleger. Schön geschliffen, nicht lackiert, geölt. Hat eigentlich das Messer ziemlich aufgewertet. Das war schon total vergammelt. Man sieht es hier hinten schon sehr angegangen. Es ist halt alt. Ja, ich glaube, es sieht ganz gut aus.